Energieversorger als attraktiver Ausbilder. Die Halberstadtwerke, die jährlich Ausbildungsplätze für den kaufmännischen und gewerblichen Bereich anbieten, haben sich jetzt auch für eine neue Form der Ausbildung entschieden. Gemeinsam mit der Hochschule Harz wird ein Vertrag unterzeichnet, der es Kevin Jung in 4 Jahren ermöglichen soll, ein duales Studium abzuschließen. Ausbildung im Bereich Büromanagement mit IHK-Prüfung und gleichzeitig den Bachelor für Betriebswirtschaftslehre. Naja, meine Intention war erstmal in Halberstadt zu bleiben und deshalb habe ich erstmal geguckt, welche Unternehmen es in Halberstadt gibt. Ja, da ist mir dann, sind die Halberstadt-Werke mir eingefallen. Ja, und dann habe ich mich halt erstmal für eine ganz normale Ausbildung beworben und es hat dann sozusagen geklappt und dann hätte die Entscheidung gestanden, entweder danach mich berufsbegleitend hier noch zu bewerben nach dem Abschluss, wenn ich übernommen worden wäre, oder halt das duale Studium. Ja, dann habe ich halt das duale Studium angefragt und es hat geklappt und es hat halt den Vorteil zum berufsbegleitenden Studium, dass ich sozusagen 3,5 Jahre vorher fertig bin und dann genau den gleichen Abschluss habe. Bisher wurde solch eine Form der Ausbildung hier noch nicht angeboten. Für das Unternehmen ist es Neuland, das betreten wird. Nicht nur in Sachen Energie, sondern auch in der Nachwuchsförderung sind die Halberstadtwerke Vorreiter. Es ist wichtig, junge Leute hier in der Region zu halten und ihnen Chancen für Ausbildung und Studium zu eröffnen. Ja, die Halberstadtwerke sind ja dafür bekannt, dass wir eine sehr hohe Ausbildungsquote haben. Die liegt im Schnitt bei 16%. Das ist schon weit über Landes- und Bundesdurchschnitt. Aber wir glauben, es ist wichtig, etwas für die jungen Leute hier in der Region zu tun. Und was ist es dort Besseres, als ihnen eine hochqualitative Ausbildung zu gewährleisten? Und ich denke, das ist etwas, was auch in den letzten Jahren sich sehr, sehr rumgesprochen hat. Wir bekommen eine hohe Bewerberzahl, trotz sinkender Schülerzahlen. Und da ist es wieder wichtig, dass die Qualität der Ausbildung stimmt. Und für die Halberstadtwerke kann ich nur eins sagen. Keiner der bei uns Ausgebildeten, wir können natürlich nicht alle übernehmen, ist ohne Job. Das heißt, wenn man hier seine Ausbildung abgeschlossen hat, hat man seinen Job schon mehr oder weniger sicher. Und das spricht auch wieder für die Ausbildung. Warum haben Sie sich in diesem Jahr erstmals für eine duale Ausbildung entschieden? Also es ist eine Lücke, die wir bis jetzt noch nicht geschlossen hatten in unserem Gesamtausbildungskonzept. Und ich will ganz ehrlich sagen, wir hatten hier einen Ansprechpartner mit dem jungen Mann, dem Herrn Jung, bei dem wir das jetzt gewährleisten, der sehr energisch dann nochmal nachgefragt hat, ob so etwas nicht möglich ist. Und das war für uns dann Anlass zu sagen, okay, jetzt nehmen wir uns also ganz direkt die Zeit und werden dieses Ausbildungskonzept vorziehen. Und so ist es also jetzt in einer rasenden Geschwindigkeit gelungen, gemeinsam eben auch mit der Hochschule Harz dieses Konzept umzusetzen. Und Herr Jung beginnt jetzt seine Ausbildung zu diesem dualen Studium. Bedeutet nach innen für uns natürlich auch, dass wir diesen Ausbildungsprozess anpassen müssen. Aber ich sehe, so motiviert wie unsere Mannschaft ist, da gar kein Problem. Es gibt auch etwas Besonderes und das wird auch dem Herrn Jung angetan. Jeder Auszubildende bekommt bei uns einen Mentor, der ihn ein Stückchen begleitet auf seinem Weg, nicht nur fachlich, sondern auch mental, dass er sich einfach in diesem Berufsleben einfügen kann und sich da zurechtfinden kann. Und ich denke gerade, wer mit so einer hohen Belastung einer dualen Ausbildung hier unterwegs ist, braucht solch einen Ansprechpartner und darum sind wir da auch sehr gut gerüstet. Die Hochschule Harz bietet neben ihren Direktstudiengängen auch die Möglichkeit eines dualen oder eines berufsbegleitenden Studiums an. Mit ihrem langjährigen Partner mit den Halberstadtwerken wird das aber zum ersten Mal praktiziert. Also die Halberstadtwerke gehören schon zu den Partnern, die wir hier in der Region haben, mit denen es schon eine langjährige und intensive Zusammenarbeit gibt. Sie basiert auf sehr unterschiedlichen Projekten, von der Integration in unser Lehrprogramm durch besonders qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Halberstadtwerke, über die Förderung unserer Studierenden im Rahmen des Deutschlandstipendiums. Wir erfahren durch ebenfalls qualifizierte Mitarbeiter,
dieses Hauses die Begleitung unserer Studiengänge über Beiräte und jetzt heute den ersten Rahmenvertrag über den Abschluss oder den ersten Rahmenvertrag über die Zusammenarbeit bei einem dualen Studienprogramm, also der Verbindung von Berufsausbildung und Studium unmittelbar nach dem Abitur. Also das Besondere am dualen Studium ist, dass die jungen Menschen, die sich dafür entscheiden, in einer Zeit, die nur geringfügig länger dauert als ein Studium, sowohl einen Lehrabschluss erwerben können, also im Rahmen einer IHK-Prüfung einen anerkannten Berufsabschluss erzielen, als eben auch einen Bachelorabschluss im Studium an der Hochschule Harz. Das Besondere besteht also darin, dass man schon frühzeitig Praxis und Theorie miteinander verbindet und dies belohnt wird durch zwei Abschlüsse. Eine Kooperation, die für alle Seiten Vorteile bringt und der Abwanderung junger Menschen aus der Region entgegenwirkt.